Hi, hier ist Nano Nils. I have still no internet connection. Ich habe leider immer noch keine Internetverbindung. Seit dem 19.11. ist alles tot. Das Video, was ihr jetzt hier seht, habe ich hochgeladen durch eine Internetverbindung über Wi-Fi von meiner Nachbarin. Die Stadtwerke wollten mir eigentlich super schnelles Internet geben, haben es aber immer noch nicht geschafft. Kein Signal an UNT. No signal at UNT. Also vielen Dank an meine Nachbarin. Ich sage nicht, wie sie heißt, aber sehr nett. So, folgendes. Heute habe ich mal, oder vor ein paar Tagen schon, aber ich konnte da nichts Großes machen, drei Hefte gekauft mit Nerf-Blastern. Spider-Man-Blaster mit zwei Pfeilen. Spider-Man. Okay. Kennt ihr? Power Rangers, kennt ihr bestimmt auch. Power Rangers. Ein Nerf-Blaster. Okay, den Joy, den kennt ihr. Preise sind eigentlich gar nicht mal schlecht gewesen. 3,70. Gutes Mittelfeld. Da muss ich selbst mal gucken. Oh, 3,50. Und was mich gewundert hat, die Nerf-Joy in dem Heft. Was hat die denn gekostet? 3,99. Heft mit einer echten Nerf-Joy. Alte Prinzip. Ups. Zwei Pfeile haben wir mit dabei. Au. Nein. Man merkt es schon, aber es ist ein guter Blaster. Nicht schlecht. Power Rangers. Vorsichtig abmachen. Wollen wir das Heft ja nicht kaputt machen. Die sind ein bisschen kürzer. Das für Futzel hier. So. Die sind hier ein bisschen kürzer, aber ein bisschen dicker. Okay, also die Verarbeitung ist wirklich nicht doll. Sieht so aus, dass dann da schon irgendwas fehlt. Aber es scheint ganz schön Wumms hinter zu stecken. Mal gucken. Das ist ja blöd, da kommt man dagegen. Okay, meine Hände sind auch ein bisschen groß. Mal sehen. Und? Naja. Nicht das Beste. Wollen wir doch mal. Halt, ihr bleibt. Wollen wir doch mal sehen, ob wir da einen Nerf reinpacken können. Naja, passt nicht ganz optimal. Und auf den bin ich ja ganz gespannt. Spider-Man Blaster. Was ich wieso natürlich ein bisschen überflüssig finde, weil Spider-Man braucht auch keinen Blaster. Oh, jetzt haben wir ein Bild von Venom. Kommt raus. Heft, naja, bisschen Comics. Interessanter finde ich den Blaster natürlich. Aha, einmal nach hinten ziehen und geladen. Also ich muss sagen, das sind jetzt die mickrigsten Pfeile, die ich je gesehen habe. Und ist auch geschlossen, das heißt, normalerweise ist ja mal ein kleines Loch. Aber hier nicht. Na, komm her du. Also rein und. Also das kann es nicht sein. Ich weiß nicht, ob das der ganze Schuss war. Dann ist das ja die
harmloseste, familienfreundlichste Waffe. Ich weiß nicht, wofür das hier ist. Hat aber nur eine Deko-Funktion anscheinend. Also die Spirale. Ne, weiter kann man ihn auch nicht reinstecken. Also irgendwas. Der sieht am interessantesten aus, muss ich sagen, aber blastertechnisch. Nee, also das Ding. Entweder ist da die Feder kaputt. Keine Tier, los. Nee, irgendwie. Ich nehme an, die Federung ist hier nicht das Optimale. Vielleicht hat jemand von euch ja auch den Blaster gekauft. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwas hakt hier und hier kommt auch nichts rein, wo ich erst dachte, das wäre eine Art Magazin. Schade eigentlich. An Power ist da nicht schlecht, sehr billig verarbeitet allerdings. Die Nerf, die Jolt ist doch das Beste. Okay, ich hoffe, ich habe bald wieder Internet und ich kann euch mehr Videos zeigen. Bloß hochladen möchte ich nicht so viel von meiner Nachbarin, von ihrem Wifi aus. Okay, schönen Dank. Erstmal, bis dann.